Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zu einem weiteren Matchmaking hier auf diesem Kanal. Wir spielen, also ich spiele Inferno, natürlich wie immer Solo-Queue. Aber der eine hat sich ja zumindest schon mal ziemlich nice angehört. Warum hat er keine Double Nade? What the fuck? Orange? Nein, er called. Das ist gut. Swallow Fighter. Shitty one. Einer shitty fuck. Nuttle Sour. I'm gonna stay. You can rotate to me. Maybe one shot. Nice shot. Das war ganz schön bad von mir. Aber egal. Muss mich etwas entkleiden. Das ist zu krass. Zu warm. Okay, Mitte ist einer. Grün hat Mitte. Blau ist jetzt eben erst in Aktivität getreten. At least 2 mid. 3. One is an eye. T-Stairs. Ach ja! Gib mir doch die verkackte Nate des... Oh, shit. Oh Gott, werden wir zerrissen. Oh Gott, werden wir zerrissen. Ich habe ja im Stream gesagt, ich habe es jetzt komplett aufgegeben, in diesen verschissenen 5-on-5 Matchmaking-Spielen irgendwie auf den Rank zu gehen. Ich werde mich, wenn überhaupt, im Wingman um meinen Rank scheren, weil es im Matchmaking einfach so weit vom eigenen Skill entfernt ist, also der Rank, diese Rank-Angabe. Alleine schon, weil du ja, wenn du Solo-Queues, 4 andere hast. Und ja, Wingman ist halt einfach edel, weil du deinen besten Kumpel nimmst und dann pimmelt man zusammen. Da gibt es dann weniger Ausreden von wegen, das Team war kacke oder sowas. Nee, nee. So, wir machen eine Eco. Ich hoffe, das wird jetzt etwas besser laufen als vorhin. Grün ist schon wieder am Stehen. Nee, vorhin war es blau, ne? Also ich muss sagen, ich bin jetzt natürlich auch total lullimäßig, aber ich habe noch keinen... Wir haben alle... Oh, shit! Die haben jedes Mal alle überlebt. Jedes Mal, One Palace, One T-Stars. Och, nee. Komm, 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 komm. Wie kam der Molly geflogen? Ach, von oben, ne? Ah, ich hab den Molly gehört und dachte, jawohl, die haben ihn nicht auf mich geschmissen. Aber der von Palace hat's wahrscheinlich direkt durchs Loch geworfen. Fuck. Das könnte jetzt ein Spaß werden mit dem Ding. Ja, sehr gut. Komm. Nice. Alter, wie er ihn souverän weggepumpt hat. Das war wirklich gut. Ich versuche ab jetzt auch sehr souverän zu spielen. Ich werde mich ein bisschen nach hinten stellen. Und wahrscheinlich von City aus covern. Wir haben gestern in dem Low-Fuel-Game ein ähnliches Spiel gehabt. Und da wurden wir jedes Mal auf A so überrannt. Also entweder kamen sie von Connector und Palace gleichzeitig oder von Connector und Stairs gleichzeitig oder von allen drei Seiten. Einer kam als City entlang gepusht. Jedes Mal war ich on-spot nie sicher. Ich bin dann irgendwann auf City gegangen. Das werde ich jetzt auch gleich machen. One is T-Stairs. He saw me. Ich gehe direkt zurück. Ist ein bisschen kacke gerade. Palace. Na fuck! Wie hat der... What the fuck? Diese drei Headshots gerade eben, die da durch die Kiste kamen, ey, die haben mich jetzt gerade eben echt gefickt. Ich dachte, da steht einer Stairs und ich wollte den auf Connector so ein bisschen beschützen und mich hinter die Kiste stellen und so, aber... Pff. Ja, zu der ganzen Geschichte mit Wingman und Matchmaking hin und her, werde ich demnächst noch einen Podcast machen und das da etwas genauer erklären oder beleuchten, weil es da scheinbar echt merkwürdige Ansichten gibt. Aus der Sicht des Ranks und der Beeinflussung des Ranks, finde ich, gibt es da eigentlich gar nicht so viele Ansichten, die man vertreten kann. Es gibt da mehr oder weniger nur eine, die am meisten Sinn macht. Ah, oh, fuck. Und das werde ich euch im nächsten Mal ein bisschen beleuchten. Des Weiteren würde ich gerne mal beleuchten und damit euch drüber sprechen, warum man so einen krassen Skillunterschied hat. Also, sicherlich nicht jeder. Es gibt bestimmt Ligaspieler oder Globals, die so zwar auch ein Plus und Minus haben, aber eher auf ihrem Niveau spielen. Aber warum es bei vielen, ich krieg's ja auch bei euch mit, ihr schreibt mir das ja auch, aber unter anderem auch auf jeden Fall bei mir, so ist, dass man manchmal um 5-6 Ränge unterschiedlich spielt. Also so von der Spielweise. Man könnte, jemand, der einen das erste Mal zusieht, also so wie jetzt bei dem Spiel hier, könnte man meinen, ich bin wirklich Doppel-AK oder vielleicht sogar einfacher AK. Und dann haut man im nächsten Spiel, direkt im Spiel darauf, oder im Spiel davor, die Global Action des Todes hin. Also mit einer Verzögerung oder Zwischenzeit von ungefähr 30 bis 40 Minuten. Man ist der gleiche Mensch, man spielt mit dem gleichen Equipment, auf der gleichen Map sogar. Ja, verschissener Lacker. Warum ist das so? Woher kommt es? Eigentlich können wir es doch hier besprechen. Was schätzt ihr? Diese Tagesform. Jeder weiß, es gibt eine Tagesform. Aber die Sache da, die im vorletzten Livestream passiert ist, die war ja nicht mehr normal. Da haben wir auf Mirage gespielt, hier. Schön mit Fullteam auch. Mit Supremes und hin und her. Und ich hatte nach dem ersten Spiel, das leider ein Lose war, 70, 80 Punkte gehabt. War besser als der Supreme. Ich war einfach Erster. Mit meiner verschissenen Doppel-AK. Dann sage ich, wir machen noch eins, Leute. Ich will jetzt den Win auf jeden Fall. Ich habe jetzt eben ultra viele Punkte gemacht, krasse Kills. Ich brauche jetzt die nächste Runde einen Win, damit... Das ist scheiße sonst, ne? Ich muss endlich wieder hoch. Zumindest auf DMG, aber lieber auf LA oder LEM. Und dann machen wir noch ein Spiel. Direkt nach diesem Spiel. Auf der gleichen Map. Auf der gleichen Map. Und am Ende des Spiels, dieses zweiten Spiels, habe ich 3 Kills. Das war das schlechteste Spiel, das ich jemals gespielt habe. Und davor habe ich eines der geilsten Spiele gespielt, die ich jemals gespielt hatte. Wie ist das möglich? Wie ist dieser riesige Unterschied mit dem gleichen Team, dem gleichen Setup, der gleichen Map und eigentlich der gleichen Zeit möglich? Wie geht das? Die Gegner waren auch nicht überkrass. Es war einfach... Pff, keine Ahnung. Einfach so von jetzt auf nachher gut und dann schlecht. Und sowas passiert natürlich dann, wenn man diverse Uprank-Matches eigentlich zu spielen hat, um endlich mal wieder hochzukommen.
Ja, dieses Timing. Ich hätte auch so gerne so ein Timing wie die. Wahnsinn. Na gut, manchmal habe ich es ja, da läuft es auch. Man ist ja derselbe Mensch. Man hat eigentlich nichts verändert und kriegt trotzdem gedrückt ohne Ende. Glaubt ihr, das ist dann wirklich das Timing? Beziehungsweise halt echt diese Glückssache? Ich meine, viele wollen es sich nicht eingestehen, aber in diesen Aktionen ist ja immer so ein bisschen Glück mit drin. Also zum Beispiel, ob der andere jetzt einen Fehler macht. Ne? Eigentlich ist er total gut und trifft alles, aber jetzt hat er gerade einen Fehler gemacht. Hat sich also mir passiert das ja oft genug, dass ich mich verkaufe, vertippe, irgendwas Blödes, irgendeinen dummen Fehler mache. Und schon läuft's da nicht, ja, weil ich irgendeinen Scheiß mache. Glaubt ihr, es liegt nur daran, an diesen kleinen winzigen Nuancen des Glücks oder des Pechs? Oder ist es dann doch mehr? Und man sagt, ja gut, klar, der Server war vielleicht anders und die Gegner waren vielleicht doch ein bisschen besser und so weiter und so fort. Bitch! So wie das zum Beispiel, dieses Timing, das ich gerade eben bei diesem Ding hatte. Guck mal, er schießt hier hin, er kam und ich laufe nach rechts. Ich hätte mich aber auch dafür entscheiden können, dass ich stehen bleibe und dann wäre ich tot gewesen. Es ist eine Entscheidung, die man in Sekunden trifft und ich würde schon sagen, dass da ein Großteil auch Erfahrung drin steckt und Können und direktes Analysieren einer Situation. Aber so alles in allem habe ich halt irgendwie Glück gehabt, dass er dann nicht nach rechts zieht, sondern geradeaus schießt. Wisst ihr, was ich meine? Glaubt ihr, dass es einfach Spiele gibt, wo man komplett Pech hat? Einfach nur Pech. Du rennst grundsätzlich in den Shot rein, immer wieder, die ganze Zeit, all the fucking time. Ja, doch, muss das eigentlich sein, oder? Es muss es eigentlich sein. Letztens haben wir Cash gespielt und da lief es bei Barrel nicht so gut. Er ist immer in diesen First Headshot reingelaufen. Wir machen einen Rush, da steht einer mit einer Deagle oder mit einer AK oder sonst was. Und Wallen kriegt den ersten Shot einfach ab. Wir laufen zu fünft irgendwo rein und er ist in der Mitte und zwar und er ist weg. Klar, dann kann man auch keine Leistung zeigen, wenn man direkt aus dem Spiel geholt wird. Das hat ja dann auch nicht mal was mit Skill oder Unskill zu tun, weil man keine Chance hatte, den Skill zu zeigen in dem Moment. Auf der anderen Seite kann man Situationen auch wieder so weit runterbrechen, dass man sagen kann, ja gut, hättest du mehr Skill gehabt oder mehr Erfahrung, wüsstest du, dass man bei so einem Rush da besser hier und dort steht oder als Zweiter in den Rush reingeht oder als Letzter. Aber man kennt die Gegner im Vorhinein ja nicht. Also man weiß auch gar nicht, wie die arbeiten, wie die reagieren. Man kann dann nur von der Norm sprechen, wenn überhaupt. Aber die Leute, das sind halt Menschen. Menschen sind nicht genormt. Also in den meisten Fällen passiert das so, aber oft auch so. Shit, Mann, wir werden gerade zerstört. Bin ich doch gerade mal gespannt. One mid, I think. Nein. He's upper mid still. He saw me. Jetzt wird ja einer auf mich warten hier hinten. Ganz klar. I'm going apartments. Ach du Kacke. Am besten keinen Fokus auf den Pisser legen, der durch die Wand schießt, sondern geradeaus gucken. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir bei T irgendwie mehr abgehen. Ich werde jetzt mal... Okay, der geht über... Ich gehe scheinbar Mitte, alles klar. Er sagt nicht, dass er nicht mehr Mitte gehen will. Sehr dumm von ihm. Mid, maybe Connector. Shirt is down. Nice, der ist schon mal down. Another one on A. One Jungle, one T-Stairs. Nein, 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 shit. Who's playing mid? Should I play mid? Ja, hat er ja gesagt? Ich glaube schon. Nicht blocken, nicht blocken, nicht blocken, danke. Komm her, komm her, komm her, komm her. Dann kommen sie unten, dann bist du nämlich genudelt. Ganz schnell geht das. Geh dann mal weg. Alter! Seid ihr behindert? What the fuck, Mann? Er gibt mir durch diese Scheiße, er preempt mich so brutal. Krass, ey. Na, fuck, one stairs. He's coming. Das ist eine ziemlich brutale Klatsche, die wir hier einfahren. Holla die Waldfee. Ich weiß nicht genau, was wir machen sollten. Möglicherweise brauchen wir einfach noch einen dritten Mann auf A, weil sie uns auf A wirklich sehr stark überrumpeln jedes Mal. Und Mitte wird nicht richtig geguckt. Ja, Mitte verschiebt einfach. Oh Gott. Einer steppt oben auf Mitte, der andere ist da unten irgendwo. One is low mid. Tja, jetzt kann man nur noch schwitzen, schwitzen, schwitzen irgendwie. Irgendwo, irgendwann. Überlegt mal, wir sind ja gerade auf Doppel-AK. Steps mid. Maybe connector in a few seconds. Yeah, one is connector now. Connector is there. Oh! Ich will einfach wieder schön auf Lem spielen. Da ist es deutlich einfacher wie auf diesem verschissenen Doppel-AK-Rank. Ich kann da ohne in der Low-Elo einfach nichts drücken. Es geht nicht. Es geht mein bester Wille nicht. Machen wir mal was Unvorhergesehenes und gehen einfach mal in Palace rein. Ja, damit hast du nicht gerechnet, Bastard. Oh, danke für die Nate. Wo ist mein Mate hin? Vielleicht müssen wir die einfach aggressiv anspielen. Ich weiß es nicht. Kann sein, ne? Ah, jo. Guckst du an? Schon wieder eingefickt. Das sind wahrscheinlich die Könige der Abaimung. Das sind die Könige der Nutzholzgewinnung. He's low HP, he's going A, I think, yeah. Das ist doch lächerlich, oder? Das ist so lächerlich. Hätte ich ihn überrascht. Wortwörtlich. Wäre er wahrscheinlich tot gewesen. Aber so hat er mich wieder erwartet. Und die spielen echt ein gutes Erwartungsspiel hier, die Boys. Wo aimt er denn hin? Hab mich mal einen Stein geholt, du.
Es läuft gerade wirklich nicht gut. Schaut mal, wir sind alle von den Punkten her fast gleich. Und guck mal, die anderen. Jetzt go ich hier auf vor, Jungs. Ihr müsst keine Angst haben. Vati geht vor. Ne, 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 ne. Shot. Nein. Haben die anderen gekillt? Hier war irgendwo einer. What the fuck, guys? Tötet den mal bitte. Ja, genau. One apartments, he's apartments. Apartments is down. Ich mach auch ab im Game, Bitch. Warum gehen mit den Pistols ständig diese First Headshots rein, aber mit einer M4 gar nicht mehr oder mit einer AK, wo so ein Headshot eigentlich schon ziemlich wertvoll ist, ne? Hat man mit der Pistol einfach ein vorsichtigeres Aim und man denkt sich bei der AK irgendwie, vielleicht sollte ich jetzt einfach drauf sprayen, weil ich habe ja die Power. Let's go, now. Nicht stehen bleiben, Jungs. Rush, 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 rush. Macht nichts, durch. Ja, spring mir erstmal vor der Flinte rum, du Gauner. Sehr gut. Are you gonna plant? Cover me, please. One is sitting. Just wait. Das war nicht gewartet, Boys. Ha, was war das für ein Just Wait, bitteschön? Hallo? Der bei Jungle, der war ja noch halb auf A gestanden, aber der andere rennt zu City. What the fuck? Also man muss doch irgendwie im Kopf haben, dass wenn wir die Bombe gelegt haben, dass man dann nicht die Leute jagen sollte, sondern bei der Bombe stehen bleibt, um den Easy Win zu holen. So haben wir halt einen Easy Lose geholt. Okay, der eine Forst, der andere auch. Läuft bei uns. Geh weg, Molly. Ach, fickt euch doch. Short still. Ihr müsst durch, Jungs! Ah! I'm gonna plant, cover me, please. One shot. Nice. Oh Gott, 93 in 3! Okay, Pito 50 regelt. Immerhin bin ich jetzt ganz oben, aber das bringt mir jetzt auch nicht mehr viel. One is close. Shit, 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 shit. Und hinten kommt bestimmt auch gleich. Shit, 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 shit. One's coming from behind. Let's go, let's go. Sorry, sorry. Ich will durch, er will durch. Block. Wenn man diesen Entry holt, dann... Wir müssen dann ran. Wir können nicht rumpimmeln dann noch und einfach uns dann holen lassen. Vor allem, wenn bereits einer dann von hinten im Anmarsch ist. Ja, dann ist das echt madig. Guys, I need your understanding. Hello. Hey, oh. Window, sorry, window. He's scoping. Nein, 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 nein. Wie passiert sowas? Ich weiß es nicht. Ich habe so über ihn drüber geschossen. Sehr schön, sehr schön. Wo war die verkackte Orb im Jungle? Ich habe voll mit einer Orb gerechnet, die da close steht und mich wahrscheinlich versucht zu pre-firen oder so. Und dann kommt einfach einer durch das Loch gekrochen. Sag bloß, die Lucky Orb ist einfach vorher rausgesprungen auf Mitte. Nee. Mein Gott, ich bin beim Dreieck, Leute. Wie lange spielen wir eigentlich schon mit dem Bot? Was ist hier los? Es ist sogar schon einer geliefert. Ich denke, es ist sehr gut zu betrachten, dass solche Spiele einfach, ja, den eigenen Rank nicht widerspiegeln. Also, man bräuchte, in der ganz harten Theorie müssten One-on-Ones den eigenen Rank eigentlich am besten beschreiben, weil du dich nur auf dich verlässt und nie auf andere. Die Fehler der anderen können nicht in deinen eigenen Rank reinspielen. Das hier war vielleicht auch nicht so ein gutes Beispiel, weil ich selbst auch sehr schlecht war. Aber ihr wisst, wovon ich spreche, oder? Die Fehler der anderen dürfen ja eigentlich nicht in deinen Rank reinzählen, weil es ja dann nicht dein Rank ist, sondern dein Rank gemischt mit der Unfähigkeit oder Fähigkeit der Gegner. Es ist dasselbe, wie wenn man sich boosten lässt oder sowas. Also zum Beispiel auf Global oder so. Dann ist man ja vom eigentlichen Rank her nicht Global. Der Rank steht zwar da, aber ist nicht echt. Und so ist es im ganz normalen Matchmaking eigentlich grundsätzlich. Denn Rank ist immer vermischt mit dem der anderen. Also wenn du zum Beispiel viel Pech hast oder schlicht und ergreifend einfach viel Solo-Queust, dann ist dein eigener Rank nicht mehr dein Rank, sondern der Rank, den die anderen für dich erschaffen, also die anderen Mitspieler. Ich habe das Beispiel gestern im Stream schon gebracht, wenn du 30 Mal Pech hast mit Mates, weil sich zwei Leute im Kreis drehen, der andere macht Teamkills und wiederum der vierte macht Musik an, dann bist du ganz schnell weg von deinem Rank, wenn du 30 Loses am Stück hast. Ich werde darüber eh noch ein Video machen, also von daher will ich mich da jetzt gar nicht so arg reinreden, aber ihr könnt euch jetzt ja schon mal ein paar Gedanken dazu machen. Vielen Dank fürs Zusehen, macht's bis zum nächsten Mal, ciao, ciao.